Und wir machen direkt weiter hier bei Layers of Fear. Wir haben im letzten Part ein bisschen die Story unserer Tochter, unseres Kindes so mitbekommen. Wir waren ein ziemlich beschissener Vater. Ich schätze mal, das Gebiet haben wir jetzt abgehakt. Wir haben sehr viel mit Puppenhorror bekommen. Aber ich habe das Gefühl, ich bin jetzt auch jetzt noch in einem Puppenhaus. Ah, oh, es geht weiter, toll. Okay, hier können wir nichts mitmachen. Brauchen wir einen Schlüssel. Das wird eine ganz miese Erfahrung. Okay, ich nehme die Hand von da. Ach, mit dem Bild wird was passieren. Ich nehme die Hand von der Maus. Scheiße, ja, das will ich haben. Gib mir sowas. Drittens, die Frau landete im Rollstuhl. Wir wurden böse auf das Kind. Still, kleines Schätzchen, die Nacht ist kahl. Sterne löschen die Dunkelheit auf allem. Ach, du fucking dang it. Mal kam des Abends und deckte dich zu. Unser armes Kind, Alter, was hat das in uns gesehen? Nun ist sie nirgends nicht finden. Kannst sie du? Bitte. This was a special brush, like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Seiner Tochter da. Ups. Ging's Mikro gekommen? Hatte seiner Tochter da Haare abgeschnitten? Das Ding dann als Pinsel benutzt. Lass mich einfach nur noch hier raus. Alter. Okay, wir machen eine kleine Pause. Okay, da sind wir wieder. Ich brauchte mal kurz eine Pause. Erstes Mal vom Spiel, weil ich echt angefangen habe mit Schwitzen. Ich bin mir, wie mir im Rücken der Schweiß runterlief, Alter. Das ist das Spiel, was mich wirklich mal so physisch auch ein bisschen fördert. Ja, aber jetzt haben wir hier nicht großartig noch was gefunden. Sorry. Aber meine Fresse. Gone. Verschwunden. Und ich musste mal kurz meine Motion Sickness in den Griff bekommen, weil das Spiel ist, es ist halt das Game mit vielen miesen, kranken Effekten, viel so Point of View verändern und alles, das ist so, oh. Und wenn ihr Motion Sickness habt, wisst ihr genau, dass das einen einfach nur kaputt macht. Der kann auch der Fokus
in der Mitte nicht helfen. Ach du Scheiße. Was malen wir? Okay, noch zwei Sachen, die wir finden müssen, dann sind wir fertig. Mach auf. Gut. Verschwunden. Ich bin gespannt, was wir jetzt bekommen. Kriegen wir jetzt die Story mit der Frau raus oder was? Okay. Oha. Ja. Das ist im Raum. Das ist jetzt die andere Ansicht. Wisst ihr was? Leck mich. Wir haben eh nichts zu verlieren. Von den Circles, sich im Kreis bewegen. It's easy to forget, drunk. Ach du Scheiße, Zeit. Zeit ist jetzt. Ah, oh, meine Fresse. Sorry. Das Spiel verlangt mir körperlich alles, aber ich muss sogar niesen bei der Scheiße. Going in circles. Wahrscheinlich ist unser Haus mittlerweile so runtergekommen oder was? Oder ich schätze mal, dass wir nicht mehr am Leben sind. Dass wir mittlerweile tot sind. Ruhelose Erinnerungen. Ich glaube, jetzt bekommen wir es mit uns selbst zu tun, ne? Mit unseren inneren Dämonen. Merk mal, wie scheiße zerfallen unser Haus mittlerweile ist. Make up your mind. Komm, wir haben es verdient. Wir haben es mehr als verdient. Ja. Okay. Das war nicht schlimm, das habe ich erwartet. Ach, du Scheiße. Das kann uns nicht töten. Das ist alles nicht echt. Das ist alles in unserem kranken, toten Kopf. Komm schon. Na komm schon, mein Lieber. Hier ist aber nichts. Zurück. Oder hier was?
Na komm. Ich meine, das ist eigentlich schon eine ziemlich klare Geschichte. Wir haben sie bestimmt umgebracht, weil wir irgendwann in unserem Wahn erliegen sind. BTF, was ist hier? Keine Ahnung, was wir machen sollen. Ich sehe auch so die Hälfte absolut überhaupt nicht. Ach, hier war ein Schlüssel drin. Alter. Mach auf. Wir müssen irgendwie die richtige Windrichtung hören oder sowas. Ja, das schockt mich jetzt nicht mehr. Komm schon, ich habe mittlerweile viel abgefuckteren Scheiß gesehen. Wir brechen irgendwann selber durch. Bin ich mir sicher. Ja, jag dem nach. Komm, du wirst bestimmt nicht draufgehen bei der Scheiße. Ja, sicher, Bruder. Dog, Cat, Rat. Ah, ich muss nachverfolgen, was wohin gehört. Okay. Okay, die Katze. Okay, der Hund. Na, wenn das halt nach den Farben geht. Ist die Katze die 4? Der Hund. Ist die 5? Die Ratte ist die 8. 4, 5, 8. Wenn das so gemeint ist. Nee. Es geht wahrscheinlich nur um die Ratte, ne? Was die Ratte hat. Ratte ist die 6. Die 8. 7, 6, 8, 7. Ja, es ging nur um die Ratte, okay. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Sei einfach ein leerer Raum gewesen, wäre, hätte ich es nicht schlecht gefunden. Oh, jetzt fackelt ja alles ab, oder was? Wo sind wir jetzt? 19. Juli. Nach der Stille zu urteilen, hat sich nun hier im Haus
das, die sich nun hier im Haus verfaltet hat, kann ich wohl gefahrlos davon ausgehen, dass er endlich das Bewusstsein verloren hat. Zweifellos umgeben von leeren Flaschen und Fetzen zerrissener Leinwand, die zwischen seine bevorzugten Bettgenossen geworden sind. Jedes Mal, wenn es passiert, bete ich darum, dass es das letzte Mal gewesen ist. Ich bitte inbrünstig, leidenschaftlich. O Herr im Himmel, mach, dass sein Kopf aufplatzt und all das Verrottete ausläuft. Mach, dass er sich seine Handgelenke mit Glas aufschlitzt und die rote Galle ausfließen kann. Mach, dass er an seinem eigenen Erbrochenen stirbt, auf dass wir alle Frieden finden. Wenn du es nicht machst, werde ich eines Tages selbst den Mut dazu aufbringen, die Treppe herunterzugehen und sein Leben ein Ende zu setzen. Du vor allen anderen solltest wissen, dass es nicht ein Mangel an Willenskraft ist, der meine Hand zurückhält. Die ganze Familie hat uns mittlerweile gehasst. Wir sind ein ziemlicher Wichser geworden. Ja, wir haben einiges von dem, was uns passiert, auch verdient. Ja. Wir brauchen noch mehr Zutaten. Erst dann können wir abschließen. Ich denke, dass ich den zweiten Teil dann aber wahrscheinlich nie spielen werde. Weil der noch mehr solcher kranken Effekte haben soll. Ich hätte nicht ranzoomen sollen, ich merke ja schon, ach du Scheiße. Wir sind absolut abgedreht. Ja, das ist unser eigener Geisteszustand. Oder ist das wie wir die Welt noch wahrgenommen haben? Alter. Uff. Nicht schlecht. Hey, tut mir leid, dass ich dir so lange nicht geschrieben habe. Ich wurde mit Arbeit überschüttet. Ich muss dir sagen, dass dein letzter Brief sehr verstörend war, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich kann einfach nicht glauben, dass sich deine alten Gemälde anzünden... Was? Ich kann einfach nicht glauben, dass sie deine alten Gemälde anzünden würde. Warum sollte sie das machen? Besonders die Dame in Schwarz. Es war doch ein Tribut an sie, oder nicht? Ich weiß nicht, was ich da sagen soll, außer dass du ihr professionelle Hilfe suchen solltest. Und zwar pronto. Du musstest wohl selbst mal mit jemandem reden. Nach allem, was geschehen ist, bin ich mir sicher, dass es dir ebenfalls guttun würde. Ich musste wahrscheinlich nicht erklären, wie schwer enttäuscht der Käufer von diesen Neuigkeiten war. Die neuen Stücke verkaufen sich einfach nicht mehr so gut wie die Klassiker. Wie auch immer, ich werde weitersuchen. Du musst nur durchhalten und dich auf deine Arbeit konzentrieren. Ich weiß, dass es noch immer in dir steckt. Ich glaube an dich. Dein Freund und Agent Thomas Coldwell. Mache ich nicht. Okay. Komm, ich krieg einen safe Jumpscare, wenn ich das Ding öffne. Fucking mutt won't shut up! Hey! I can do that too! See? But can you paint? No? Well, that's all right.
Neither can I, apparently. No. Hat sich mehr um seinen Hund gesorgt als um sein Kind. What the fuck? Komm schon, mach das Brett auf. Danke. Schon wieder die Ratten. Das ist immer noch die verschlossene Tür. Hier kommen wir nicht rein. Oh, fick dich. Ich meine, sowas, das fand ich nicht gut. Ja, ich hab verstanden, wir haben sie alle umgebracht. Ja, gut, ja, in unserem Wahn. Verständlich. Dass wir jetzt sowas sehen. Für das? Die Ratten sind tot. Don't look back. Mach ich nicht. Nee, nee, nee. Gut. Teufel werde ich tun, ich bin nicht dumm. Ah, hier ist die Kurbel. Hier brauchen wir die doch bestimmt. Schmerz reicht weit. Alter. Oh, es ist offen. Okay, 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 okay. Lass mich hier einfach hier durch. Lass mich einfach abschließen. Ich habe sowas von keinen Bock mehr. Eine Sekunde, ich schaue übrigens mal, wie lang die Aufnahme schon ist. Okay, okay. Wir können auch weitermachen. Wir sind bei, was ist das, irgendwie 20 Minuten erst. Geht klar. Ich höre sie immer noch, weil ich mich nicht umgedreht habe. Safe hätte ich dann einen Jumpscare bekommen. Ach, fuck, dang it. Jetzt. Ja, Blut nach oben. Sehr gute Idee. Sehr gute Idee. Okay. Fallen wir nach unten? Kommen wir da jetzt hin? Nein, 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 leck mich. Leck mich. Gut, ich gucke. Ja, ja, okay. Okay, okay, das habe ich erwartet.
keine Chance mehr, irgendwas zu machen. Ja, jetzt der Kinderstuhl. Einfach die nächste Zutat, Alter. Gib mir einfach die nächste Zutat. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Horror ran down. Hickory dickory dock. Stand verloren. Absolut abgedreht. Ich glaube, jetzt macht nichts mehr Sinn. Gar nichts. Nein, einfach nein. Wir machen das nicht. Wir machen das nicht. Das Arbeitszimmer. Oh, jetzt geht's um uns. Warte, okay. 911. Nein. One. Oh, es hat bestimmt einen Erfolg gegeben. Vielleicht habe ich es jetzt nicht gesehen. Musste ich jetzt hier damals das Datum von unserer Ehe eingeben? Dieses komische Kalenderdatum? Manche Gemälde spotten jeder Beschreibung, geschweige denn einer Kritik. Ein Grundwissen zu dem Thema ist ein absolutes Muss, wenn man auch nur versuchen will, sie zu beschreiben. Babyface ist eins dieser Gemälde. Diese Kunstanomalie zieht Zehntausende von Bewunderern des durchschnittlichen und Sonntagskenner des Abstrakten in ihren Bann. Tatsächlich sieht das aus wie ein Resultat eines einwöchigen Kunstmarathons, bestritten von einem unausgeglichenen Maler, der in einem dunklen Keller eingeschlossen war. Von der furchtbaren Ausführung einmal abgesehen, übersteigt das Gemälde in seiner abscheulichen... Ach, das ist, was wir später gemalt haben, oder was? Ja. Ha. 5, 6, 3. Auch wie es da hinguckt auf die Zahlen. Na gut. Machen wir mal noch 1, 1, 0.
Ach, das sieht von hier ein bisschen aus wie eine 5. 3, 6, 3. Okay. Scheiße, okay, ich habe keine Ahnung, wie lange ich da jetzt hätte noch suchen können. Ja. Einfach durch. Okay. Wir machen weiter. Als ob wir eine Wahl haben. Okay, ich würde sagen noch ein, zwei Minuten. Dann sind wir durch. Ich will bis zur nächsten Zutat. Für unser wunderschönes Bild. Nicht alles nochmal machen. Das ist ein reiner Fake. Es ist keine Musik, kein gar nichts, ja. Ich wollte schon sagen. Das Spiel macht das immer gerade so, dass es nicht frustrierend ist. Scheiße! Ab zum Telefon, ab zum Telefon, ab zum Telefon.
Und zurück. Ja gut, ich merk schon. Alter, dieser nervige Telefonsound. Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir weiter. Ciao.